Hallihallo, hier ist wieder euer Das Steffen Zopf zu einer neuen Runde Let's Play CSR Classics. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wünsche euch noch einen schönen restlichen Samstagabend und ja, hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag hattet, Samstag hattet bis jetzt. Und wir werden mal schauen, dass wir noch ein bisschen Geld reingefahren bekommen. Und ja, was ich noch so machen kann. Ich werde aber jetzt noch einmal auf den Cooper wechseln. Weil der ja etwas besser ist. Von der Stärke her. Dann werde ich jetzt noch mal versuchen, ein Ranglistenrennen zu fahren. Und zu gewinnen hoffe ich, dass ich Kohle bekomme und das andere Auto noch ein bisschen aufmotzen kann. Also brauche ich Kohle. Und ja. Da brauche ich viel Kohle. Aber die muss ich erstmal irgendwie verdienen. Was nicht so einfach ist. Ihr seht, das war knapp 50 Tausendstel, die zwischen mir und meinem Gegner waren. Also, es läuft ja eigentlich gut, ne? Wenn man es so nimmt. Oh Mann, sorry. Ihr seht, es ist im Prinzip nicht viel, was fehlt an Leistung von meinem Cooper. Gut, weil das andere ist auch wie die Cooper, aber das hat etwas mehr Leistung. Nicht viel, aber etwas. Das reicht aus. Okay. Pass auf, jetzt wird er mich gleich wieder überholen. Leider. Jetzt sieht wieder davon. Schade, schade. Wird einfach nix. Oh Mann, ey, was ist denn jetzt los hier? Dieser Husten kotzt mich an. Gut, fahren wir reguläre Rennen hier. Ich möchte ja Geld reinbekommen für mein anderes Auto. Jetzt muss ich auch mal ein paar Rennen gewinnen hier, sonst wird das nichts. So. Die Rennen sind ja relativ einfach zu gewinnen hier. Die regulären Rennen. Ich könnte es auch mal probieren, auf schwer zu fahren. Weil ich laufe ja relativ gut, ne? Dann könnte ich ja theoretisch mal probieren, es auch auf ganz schwer zu fahren, ob ich das mit meinem Mini Cooper schaffe. Das würde ich gerne mal wissen, ob ich das mit dem Cooper schaffe. Auf Profi zu fahren. Das wären $500 nochmal mehr, die ich hätte. Und das wäre schon mal viel wert, ne? $500 mehr. Das ist verdammt viel wert. Oh Gott, ich verschalte mich ja total. Gar nicht gut. Na, schaffe ich das noch bis ins Ziel? Schaffe ich das noch? Fuck you. Oh, doch gewonnen. Eieiei. Ich habe jetzt fast gedacht, dass ich verloren hätte. Aber ich denke mal, wenn ich doch besser geschaltet hätte, hätte ich das geschafft. 100 Pro. Wenn ich doch ein bisschen besser geschaltet hätte, dann wäre es nicht so eng geworden. Aber es war recht spannend. Das gefällt mir. Vielleicht nochmal probieren. Und versuchen, besser zu schalten. Aber die Autos wechseln halt auch immer mal. So. Hier kommt es aufs perfekte Schalten an. Gut, das Rennen ist schon gegessen. Das gewinne ich definitiv. Das war ein definitiver Sieg für mich. Und umso mehr
Kohle, ich bereit bekomme, umso besser ist es. Ich brauche die Kohle. Ich muss mein anderes Auto noch so aufmotzen. Das glaubt ihr gar nicht. Was ich dann noch vor Power brauche. Nein. Ich muss auf jeden Fall Kohle machen. Irgendwie. Auch wenn ich das vielleicht mal einfach offline spiele, um etwas mehr Kohle zusammen zu bekommen. Dass ich sage, okay, ich spiele das nochmal offline eine Runde, zum Beispiel. Ach, scheiße. Der Fahrrad ganz schlecht geschaltet. Das kostet mir natürlich, wie ihr seht, Zeit. Und wenn ich besser geschaltet hätte, hätte ich es vielleicht sogar gewonnen. Das hätte ich gewinnen können. Das hätte ich gewinnen können, das Rennen. Definitiv hätte ich das schaffen können. Ach, das ärgert mich ein bisschen, ne? Gut, eins hätte man noch. Zwei von drei sind weg, eins habe ich noch. Jetzt heißt es, sich gut anstellen. Okay. Das war ein ganz schlechter Start. Ja, das seht ihr weg. Bei den Autos darfst du dich nicht verschalten. Sonst wird's nix. Einmal verschaltet und keine Chance. Das ist das Problem. Wie ihr seht, ne? War ganz leicht verschaltet. Der erste Gang. Und schon ist man durch. Aber es ist halt so, ne? Umso besser man schaltet, umso besser kommt man auch weg am Start. Ohne groß durchdrehende Reifen. Ah. Ich hab's verkeukst. Guck, merkt das? Der hat ganz kleines Stück mehr Power als meiner. Ganz kleines Stück. Es ist nicht viel. Das sind nur ein paar Tausendstel Sekunden. Guck mal, es war nicht mal 50.000 mehr. Genau. Das ist so minimal, was das ausmacht. So minimal. Das ist krass. Komm, wir fahren doch ein reguläres Rennen, dass ich doch mal wenigstens vielleicht 1500 zusammenbekomme. Noch einmal. Dass ich hier Kohle habe. Ah, der hat mehr Power als meiner. Guck mal, wesentlich mehr Power. Das sieht weg. Der hat wesentlich mehr Power. Keine Chance. Der war overpowered. Der ist weggezogen. Da hat man keine Chance. Gut, fahren wir nochmal amateurmäßig. Da haben wir vielleicht nochmal 1000er reinbekommen zum Abschluss. Wäre auch schon mal viel wert. Wird das zwar ein langweiliges Rennen, da ich haushoch überlegen bin. Aber es ist egal. Hauptsache, ich krieg doch mal den 1000er dafür. Das ist viel wert. Wunderbar. So, wunderbar, der Sprit ist eh alle. Aber mit den 6.561 könnte ich eventuell mein Impala doch etwas verbessern. Schauen wir einfach mal, was machbar ist. Das Gewicht muss so und so runter. Das steht fest. Getriebe. Plus, Leistung plus 9. Das ist schon ein bisschen was, ne? Mach mal. Umso mehr Leistung, umso besser ist es. Gut. Vergaser, gibt doch mal plus 2. Wäre es das wert? Ich denk mal ja, ne?
Kaufbar, scheiß drauf. So, das kostet mir 778. Würde ich, sagen wir mal, auch einbauen. Komm, machen wir es einfach mal. Wir haben das Geld. Dann machen wir das. Einfach, dass das Auto leistungsmäßig hier mal was raushauen kann. Und die Räder kommen auch gleich. So, wunderbar. Sauber. Jetzt hat das Auto auf jeden Fall auch wieder mehr Leistung. Und ich kann damit ein bisschen besser mithalten. Und ja, an dieser Stelle werde ich aber erstmal die Folge beenden, da die Zeit um ist. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen gehabt und wünsche euch noch einen, wie gesagt, schönen Restabend und bis morgen zum Sonntag zur nächsten Folge von Let's Play CSR Classics mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Möge das Rennfahrerblut und die Macht mit euch sein. Ciao mit V.